Wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag. Hallo an alle. Oh. Schön, ich habe den Ton noch an. Bop, weg ist er. So. Dann wollen wir mal die Szene wechseln. Erstmal den Ton an. Und. Danke für dein Follow, 80 Slama. Und hallo an Damager und an Ilinda nochmal. Und natürlich auch an alle anderen Zuschauer, die vor Ort sind. Hallo, Herr Freddy. Bereit machen. Hallo Rainbow Girl. Wobei ich denke, dass zumindest das heißen soll. Und nicht R4 in 6OW Girl. Ach ja, soweit. Und selber. Opa, bist du schon wieder am Putzen? Ich möchte mir den Terror mit der Putze nicht antun. Okay. Und ihr ja alle zu faul dafür seid, muss ich das ja immer machen. Aber ich kriege ja auch immer den Anschluss von der Putzfrau. Dauert ja komischerweise immer nur auf, wenn ihr nicht da seid. Gegen Schiedsrichter?
Ach ja, stimmt ja. Unfähig gegen unfähig, oder was habe ich gestern gesagt? Ach, ich mag das, wenn ich Leute triggern kann. Bretter, neue Autos kommen meistens mit irgendwelchen Updates und es ist eigentlich eher selten, dass Blue irgendwas sonntags patcht. Ich glaube, aktuell hat er das meistens, dass er die neuen Patches freitags einbaut. Das ist Arminio, das ist unterschiedlich. Manchmal patcht er auch montags, also je nachdem wie schnell, ich sag mal, je nachdem wie schnell Blue die Patches soweit fertig hat, dann setzt er die. Aber da wir ja erst vorgestern einen Patch bekommen haben, denke ich nicht, dass da heute oder morgen direkt wieder ein neuer Patch dazu kommt. Mal eben was nachgucken. So. Danke, Arminio, für deinen Sub im dritten Monat.
So, begeben wir uns mal auf die mysteriöse Suche, warum nicht auf der Startseite angezeigt wird. Weil verändert habe ich eigentlich nichts am Titel, außer halt der Titel, dass Einreise ist. Sehr, sehr seltsam. So. Hallo Walzi. Ach ja, ganz gut. Gerade ein bisschen still. Stimmt eigentlich. Warte mal. Und selber. Na da di da 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 da.
Hallo Frau Schwerverbrenner, Zickendeggi. Ich weiß alles. Das kann ich so nicht versprechen, Vampirlux. Aber, da das ja noch keiner gesehen hat, was keiner gesehen hat, das ist dann auch nicht passiert. Und was soll schon passieren, Opa und eine Gasflasche? Also. Du bist zu schwarzmalerisch, Rachel.
Habt ihr Opa jemals was in die Luft sprengen sehen? Ich habe aber nicht gepupst. Ach Quatsch. Ich muss das hier reparieren. Hast du jemals jemanden gesehen, der sonst was getan hat? Nein. Willst du das machen? Na also, einer muss ja. Vielleicht solltest du ja noch mal ein paar Meter auf Seite gehen, falls das passiert, dass dir nichts passiert. Was willst du mit Zement machen? Willst du das einmauern oder was? Der Verschluss war nicht richtig zu. Warte mal, umso habe ich ein Feuerzeug. Warte, ich habe. Ich bin da vorbeigegangen und hab das gerochen und ich dachte, ich überprüf mal die Anschlüsse. Aber ich hab gar kein. Jetzt muss aber nicht aggressiv werden. Also, Führer. Wenn du in die Luft sprengen willst? Ich spreng doch nichts in die Luft. Ich hab nur den Anschluss festgezogen. Aber bitte vorsichtig damit, okay? Natürlich, immer. Ich bin doch immer vorsichtig. Ja, ich weiß, auch beim Rallyefahren warst du ganz vorsichtig. Ja, deswegen war ich auch der Schnellste. Ja. Ich bin aber immer noch leicht nach Gas. Ich weiß aber nicht. Bin sofort wieder da. Moment. Was hast denn du da hinten eben gemacht? Ich hab geguckt, ob da jemand ist. Du bist im Kreis gelaufen. Ja. Aufgewärmt, ein bisschen Sport gemacht. Das ist eine gute Idee. Ich komme sofort wieder.
Meine werten Damen und Herren, bitte achten Sie darauf, dass, was Sie gleich sehen werden, könnte eventuell verstörend auf Sie wirken. Ich übernehme keinerlei Verantwortung. Viel Glück. Ah, servus. Es ist die Pamela auf dem Flughafenbehörde, Herr Montgomery. Ja. Sie haben bei mir angerufen. Ja, ich wollte nachfragen. Wären schon Leute beim Flughafen zum Abholen, oder ist das noch keiner da? Wir sind im Dienst, aber es ist noch keiner da. Okay, alles gut. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Wie viele Leute seid ihr gerade im Dienst? 5 bis 6 Leute. Könnt ihr mir mal eben bitte eventuell jemanden vorbeischicken, ohne dass ich Fluggäste habe? Soll es eine gewisse Person sein, oder? Ja, ich. Achso, okay, passt, perfekt. Ich müsste mal ganz kurz wohin gefahren werden. Okay. Na passt, dann können Sie noch ein Dispatch schicken, geht das? Wissen Sie nicht, wo der Flughafen ist? Ja, nein, alles gut. Ich schicke Ihnen einen. Okay, alles gut. Perfekt, danke Ihnen. Ciao. Johann, ich bin sofort wieder da. Ich muss mir ganz kurz hier zum ACALBDGKHJKIMNS. Gar kein Problem. Komm sofort wieder.
servus. Herr Streibin, wo bleibt mein Taxi? Haben Sie ein Dispatch schon geschickt? Ja, den habe ich schon längst geschickt. Okay, wir haben leider keinen erhalten. Haben Sie es auch an das DCC geschickt? Natürlich. Okay, ich habe bis jetzt nichts erhalten. Was soll denn das? Ich probier's nochmal. Okay, alles gut. Was ist denn das? Taco-Farmer, was kann ich für dich tun? Einen schönen guten Tag. Hier ist das Department of Flughafenbehörde. Ja, was kann ich für dich tun? Was macht denn ihr? Tackert ihr nur Bilder an die Wand oder was gibt es bei euch? Was zu essen und was zu trinken gibt's bei uns. Okay, was macht denn ihr zu essen? Tacos, Burritos, Chili con Carne. Nee, von Chili con Carne muss ich immer pupsen. Aber was sind denn diese Tacos? Tacos, das sind, wie heißt so kleine Fleisch? Ja, so wie gesagt, Teig im Fleisch drinne und Salat, ja. Einen Moment, Mann, bitte. Einmal zum ACLGBHNJGKLS, bitte. Ja, alles klar. Okay, dann nehme ich davon mal so 15 Stück. Okay. Und was habt ihr denn zu trinken da? Also, wir haben Capri Moon, Cherry Energy, Vanille-Cola, Zitronenwasser und Melonenwasser. Moment, mit Zitronenwasser? Ja, Zitronenwasser. Dann nehme ich einmal dieses Chili-Dings da. Chili con Carne? Nee, dieses Trinken. Taco. Also. Trinken, dieses. Cherry Energy. Genau. Energy. Okay. Wie viele? Manche auch mal 15 Stück. Ihre Stimme kam mir bekannt vor, junge Frau. Ja. So, wir haben's. Bitte fein. So. Was ist mit der Rechnung? Ja, bitte. Können Sie mir das zum Flughafen liefern? Ja, ich bring's Ihnen dann am Flughafen. Alles kostenlos bei uns. Ich danke Ihnen vielmals. Ja, dann bitteschön. Jawohl. Tschüss. So, ich danke euch beiden. Kein Problem. Dann bis später mal. Bitte. Tschüss, aber wieso kriege ich keine Rechnung? Na, weil das aktuell noch kostenlos ist. Ach, das ist ja nett. Weasel News hat einen gewissen Betrag gespendet und solange der nicht aufgebraucht ist, wird alles kostenlos überfahren. Es wird alles kostenlos? Oh Gott, dann muss ich schnell weg. Nicht, dass sie mich auch noch überfahren. Hallo, Herr Schickson. Na, Opi, was geht? Alles, was Beine hat. Das freut mich mit Fülle. Und wie geht's dir? Ja, soweit alles gut, ne? Und dir? Ja, ich muss mal eben mein Auto abholen und dann wieder zum Flughafen. Ah, zum Flughafen, okay. Pass bitte auf dich auf. Jo, du auch, ne? Mach ich. Bis später mal. Bis, Opi. Thank you.
bist du ja gar nicht, olle Lügerer. Danke, Devil, für deinen Sub. Danke für den Follow. Danke und herzlich willkommen. Hallo Opa. Oh, hallo Frau Schecki, was machst du denn hier? Du hast mich angerufen. Ich hab dich wann hab ich Taco Farmer? Achso, du bist jetzt die Taco-Tante. Ich bin die ganze Zeit schon die Taco-Tante. Das kann ja gar nicht sein. Ja doch. Ich sehe zum ersten Mal diesen Laden. Also ich hab da eben. Opa, du hast nicht so viel Platz. Ja, warte mal, ich will dir gerade die Tasche hier hinstellen. So, genau. So, pack mal da rein, bitte. Aber der Pyron ist auch drin. Bitte schön, Opa, hast deinen. Hast du gehört? Ja, ich hab's gehört. Und du hast eine eigene Chauffeuse? Ja. Wow, musst du gut Geld verdienen. Wie viel bekommst denn du jetzt von mir? Moment. Genau $900. Der Rest Dankeschön. Ist für euch. Dankeschön. Gut. Ich muss meine Tasche wieder und dann wünsche ich euch noch gute Geschäfte heute. Danke. Und dir einen schönen Tag noch, ne? Und darf ich nicht ärgern. Nö, Pyron kriege ich schon unter Kontrolle. Okay. Bis später mal. Tschüss, Schicki. Ciao, ciao. Jo, Nuk Nuk, Doro, hi.
Tür ran? Ja. Du siehst so verdurstet aus. Und oh, vielen und Dank. Warte. Und ich weiß nicht, was das hier ist oder wie das schmeckt. Aber oh, das sind Tacos. Wo hast du die denn her? Die hat deine Frau gerade gebracht. Cool, also danke. Mit Vorsicht genießen. Wenn du leider von dich übergeben musst, dann kann ich da nichts für. Ich pack komm, ich erzähl die Scheißerei. Ich pack den Rest mal in den Schrank. Yep. Hallo auch Akita. Schön, dass ihr da seid. Na, Thüran, gehst du noch eine Runde mit joggen? Na klar. Okay, dann los. Wieso joggst du im Anzug? Anderes dabei habe. Ich muss immer Sportklamotten zulegen. Na los, du fauler Hund. Da ist ja selbst meine Ex-Frau noch schneller. Schummler. So, jetzt noch ein paar Liegestütze. So schnell bin ich auch nicht wieder nicht. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5, 6, 7, 8, 9,
10. Kannst du noch oder wollen wir noch eine Runde joggen? Die stecke ich doch locker in die Tasche. Los! Ich weiß nicht, warum ich OP-Besteck dabei habe, aber vielleicht fällt mir noch was Lustiges damit ein. Ist nichts, wenn man nichts kann, oder? Jetzt schon aus der Puste, was machst du in deiner Freizeit? Sport. Ja, anscheinend nicht viel. Komm, weiter. Ja, ist okay. Hi Kropi, ja, Opa macht Sport. In seinem Sportoutfit. Eins, zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht und 9 und 10 und weiter geht's. Das MD muss nur kommen für die Augen, für eine Augenuntersuchung von den Leuten, wenn sie Opa in dem Outfit sehen.
Eins, zwei, drei. Ui, 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 ui. Vier, fünf, sechs, und sieben und acht und neun. So, und letzte Runde. So. Jetzt muss ich erstmal mein verschwitztes T-Shirt ausziehen. Moment. Okay. Ach, hoch. Alles gut.
Ach ja. Für gratis Modding. Alles gut, Freddy.
Ja, tut mir leid, Leute, scheint heute nicht viel los zu sein. Was machst du da schon wieder? Nichts Bestimmtes. Glaube ich dir das nicht? Keine Ahnung, ich glaub's mir selber nicht. Nein, ich bin nur mal am gucken, ob hier alles funktioniert an dem Computer. Bad Boys, danke für deinen Follow und herzlich willkommen bei Dirty. Hallo.
Alles ist okay soweit. Hallo Danino. Ich gehe mal ganz kurz für kleine Rentner. Natürlich. Bennett, danke für deinen Sub im 5. Monat. So, ich bin mal eben aber ganz kurz AFK. Bin gleich wieder bei euch. Kurz die Katzen füttern.
glaube, wir können zumachen, Opa. Ich befürchte auch. Machst du schon mal die Meldung fertig? Jupp. Läufst du noch mal durch? Ja, ich glaube auf jeden Fall noch mal durch. Ja, wie gesagt, tut mir leid, meine Lieben, dass heute nichts los war. Aber auch solche Tage muss es leider geben. Nö. Nee, da ist keiner. Gut, dann okay. Rufe ich ihn nur beim Taxi an und sag ihm Bescheid. Alles klar. Dann schönen Feierabend, Türen. Dir auch, Opa. Servus. Grütze und im Klo, holla da, Ludi. Hallo, Herr Streifen. Also, anscheinend kommt heute keiner mehr. Okay, na passt. Dann gebe ich das so weiter. Okay, dann danke ich Ihnen und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Okay, passt. Danke. Wiederhören. Ebenfalls. Tschüss. Ciao. So, dann gucke ich aber trotzdem nochmal, ob ich euch noch so hinscheuchen kann. Scheint aber auch keiner von uns da zu sein. Oh, Dirty Gaming TV ist online. Dirty Gaming ist online. Haha. Entschuldigung. Ja, ich kann euch leider nirgendwo hinhosten heute, weil irgendwie keiner da ist. Ich wünsche euch trotzdem noch einen angenehmen Tag. Passt bitte auf euch auf. Tut nichts, was ich auch tun würde. Und wir sehen uns dann zum nächsten Stream. Sagt dann mal bis zum nächsten Mal. Ciao.